Professor Dürr, willkommen in der Stiftung Mercator. Was motiviert Sie? Was treibt Sie an? Ich glaube an den Menschen. Ich bin so beeindruckt, was er alles machen kann, vollführen kann, wie viel Kraft eigentlich noch da ist. Und es ist selbstverständlich, durch die praktischen Umstände bin ich nicht sicher, ob dieser Mensch, den ich so verehre, ob der wirklich auch sich durchsetzen kann. Aber ich glaube sehr dran an diese tibetische Weisheit, die sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Das heißt, wir überbetonen eben die fallenden Bäume. Aber das, was nachher wichtig ist, ist der wachsende Wald und der geht in Ordnung. Für wie viele Jahre, denken Sie, wird auf unserer Erde noch menschliches Leben möglich sein, wie wir es jetzt kennen? Ja, es ist die Frage. Wir haben im Augenblick die Möglichkeit, die Erde von heute auf morgen total zu zerstören. Und das treibt mich selbstverständlich um, weil ich bin ein Kernphysiker und ich kenne die Gefahr, die von den Atombomben herrühren. Und irgendeiner, Unbesonnener, kann das sehr viel ausrichten. Aber wenn ich das mal ausschalte und einfach nur an den Lebensstil denke, dann habe ich eigentlich große Hoffnung, dass wir es überstehen. Aber ich habe diese Hoffnung nicht so sehr für die westliche Zivilisation. Nicht, weil die Menschen das weniger verstehen, aber weil sie eine Machtstruktur entwickelt haben, die diesen neuen Lebenswandel nicht zulässt, der eigentlich notwendig ist. Alle Experten sagen uns, dass wir unseren Lebenswandel drastisch ändern müssen, um den gefährlichen Folgen des Klimawandels zu begegnen. Aber dennoch passiert nicht viel. Ja, wir müssen mehr als den Klimawandel vor Augen haben. Das ist für mich nur die Spitze von einem Eisberg. Sondern unser Lebensstil ist nicht so, dass er nicht auf Dauer das ganze Biosystem in Gefahr bringt, dass es kollabiert. Weil das Biosystem ist ein labiles System, das also in der Balance gehalten wird. Und wenn wir einfach so tun, wir können machen, was wir wollen, dann haben wir keine Zukunftschancen. Und das Klima, der Klimawandel, den wir jetzt beobachten, ist nur ein Hinweis, dass hier etwas Schlimmes passiert. Und das können wir eigentlich den Leuten vermitteln. Und ich glaube, wir brauchen die eigentlich nicht davon zu überzeugen, weil sie den Klimawandel ja auch selbst erleben, auch einfach in anderem Wetter und so fort, vielleicht nicht in katastrophaler Form. Aber für diejenigen, die eigentlich angeben, wo man den Profit maximieren kann, ist das eigentlich ganz egal. Die werden einfach sagen, gut, vielleicht ist das für die Menschheit nicht gut, aber der Dinosaurier ist doch auch ausgestorben. Vielen Dank.